Einen wunderschönen guten Morgen, Muchachos. Wir verlassen jetzt das kleinste Hotelzimmer hier in Singapur. Die Reise geht weiter. Wir waren das ganze 3 Tage hier. Man muss sagen, 3 Tage reichen auch. Aber bevor wir losfliegen, gehen wir nochmal Pancakes essen. Das hat sich nämlich meine Freundin gewünscht. In Singapur stehen überall solche Automaten rum. Da steckt man einfach 2 Singapur-Dollar rein. Das sind ungefähr 1,50 Euro. Und dann kriegt man einen frisch gepressten O-Saft. So, eisgekühlter O-Saft. Sogar frisch verpackt, kann man umdrehen. Und später genießen. Ah, sau lecker. Also was das angeht, ist Singapur echt günstig. In Deutschland zahlt ihr für einen frisch gepressten O-Saft 3 bis 4 Euro. Deswegen für 1,50 Euro kann man sich mal gönnen. Kaki gibt es schon für 98. So, meine Freunde, das Ungetüm ist da. Und natürlich das Wichtigste. Meiner Freundin gefällt er. Das heißt, jetzt wird gegessen und dann geht's ab zum Flughafen und dann bereisen wir ein anderes Land. Vergesst IHOP, dieser Laden war echt Granat. Also wenn ihr mal in Singapur seid, probiert auf jeden Fall Belleville aus. Wirklich, die besten Pancakes, die ich jemals gegessen habe. Und eigentlich mag ich gar nicht so gerne Pancakes, aber die waren wirklich grandios. Wer in Singapur zwischenlandet oder Singapur als Reiseziel hat, sollte unbedingt mal hier vorbeischauen. Ist richtig verrückt, so einen Schmetterlingspark einfach mitten im Flughafen zu haben. Herzlich willkommen in Jakarta. Und Leute, ich muss sagen, dieser Bereich erinnert mich hart an Rainbow Six Favelas. Ein wenig Kultur darf im Urlaub ja auch nicht fehlen, deswegen haben wir uns gerade das Museum hier angeschaut. Falls ihr in Asien unterwegs seid, kann ich euch auf jeden Fall Grab empfehlen. In Singapur war das jetzt nicht so gut, war relativ teuer, da kann ich euch die Metro empfehlen. Aber hier in Indonesien zahlt ihr echt super wenig für Grab. Wir haben jetzt für eine 20-Minuten-Fahrt ungefähr 1 Euro gezahlt. Weiter geht's dort jetzt mit dem Touribus. Der soll hier in Jakarta umsonst sein. Und alles, was umsonst ist, nimmt man natürlich gerne mit. So Leute, der erste Streetfood-Versuch. Streetfood in Indonesien. Sieht erstmal aus wie ein Brötchen, das noch nicht ganz durch ist. Es ist auf jeden Fall mit Chicken. Hat ganze 10.000 Rupien gekostet, das sind ungefähr 57 Cent. Da bleibt schon was kleben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ah, das wird schon nicht schlimm sein. Ich weiß nicht, ob ich das essen sollte. Aber ich mache es für euch. Das schmeckt wie ein Brötchen mit einer Frikadelle. Gar nicht so schlecht. Aber wir machen jetzt noch mal die scharfe Soße drauf. War so geplant. Alter, alles voll! Schaut, das war wieder typisch irgendwie, ne? Scheiße! Ja, egal, wir essen das jetzt. Wie ich aussehe. Für schlechte Zeiten. Oh, wir haben Grün und die geben alle einen Scheiß drauf. Meine Freunde, jetzt kommt der ultimative Insider-Tipp. Wenn ihr euch immer mal
fühlen wolltet wie ein Rockstar, dann kommt auf jeden Fall nach Jakarta. Ja, die Leute kennen die Europäer nicht, die kennen scheinbar die weiße Haut nicht. Und deswegen kommen sehr, sehr viele Leute an und wollen mit einem Fotos machen und wollen einem die Hand schütteln. Ist echt unglaublich hier. Also, seid ein Rockstar, kommt nach Jakarta. Man muss ja dazu sagen, dass Jakarta eigentlich einen richtig schlechten Ruf hat, dass sie als stinkende Stadt gilt. Kann ich gar nicht so sagen. Wir haben noch nicht ganz so viel von der Stadt gesehen, aber es ist eben eine Großstadt. Nicht zu vergleichen mit Singapur, aber ich würde sie niemals als stinkend oder eklig bezeichnen. Das Highlight dieser Stadt sind aber einfach die Menschen. Die sind ultimativ nett, liebevoll. Also sowas habe ich bisher noch in keiner anderen Stadt gesehen. Wenn du am Flughafen von Jakarta angekommen bist, dann hast du erstmal ein total falsches Bild von den Leuten, weil die erstmal irgendwelche Soldaten grimmig in die Augen schauen. Das Bild wandelt sich aber sofort, wenn du in die Innenstadt kommst. Wir sind jetzt auch für heute erstmal durch mit unserer City-Tour. Wir haben uns heute ein Museum angeschaut. Wir sind mit dem City-Bus durch die Gegend gefahren, haben uns hier, wie heißt das Ding? Wir haben uns hier eine Kathedrale angeschaut und da war gerade eiskalt eine Hochzeit. Und zum Schluss hatten wir hier das Nationaldenkmal. Einziges Manko dort, die haben einen Fahrstuhl, der nach oben führt und es stehen einfach 2000 Menschen an und es dauert eben ein bisschen, um hoch und runter zu kommen, weil es keine Treppe gibt. Heute Abend geht es dann für meine Freundin und mich noch in eine Rooftop-Bar. Nochmal die City bei Nacht von oben anschauen und ein paar Cocktails schlürfen. Da nehme ich euch natürlich auch nochmal mit. Jetzt geht es aber erstmal nach Hause, duschen, was essen und erstmal wieder frisch machen.